Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg weiter. Eins erledigt! Der Riss resigniert. Zerreißt die Reste, auf dass ich unsere Passage präpariere. Wieder eine Schnecke erwischt. Oder was immer das war. Quill, hast du alle Nester erwischt? Hör auf, Halunke! Impertinentes Eindringen! Wir arbeiten daran, Mann! Ich dachte schon, du fragst nie! Sind wir sicher, dass wir Drax durch das Portal folgen können? Es ist unwichtig, wenn Warlock es nicht öffnen kann! Jetzt komm mal runter! Vorsicht! Diese Flager schleichen sich an euch ran! Bleibt einfach in Bewegung! Impertinentes Eindringen! Wir arbeiten daran, Mann! Das ist kein Gatekeeper, es ist ein Boom! Töte ihn! Bleib wachsam! Die nächste Runde geht auf mich! Hat sich direkt in mein Schwert geschlängelt! Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg weiter. Sie kommen aus den Nestern da! Verstanden! Ich kümmere mich um die Nester und ihr haltet dem Goldjungen die Dinger vom Leib! Vorsicht! Kann die Barriere nicht brechen, solange mich die Pusten nicht schlagen. Das Dinger kommt aus diesen Nestern! Lassen! Eins erledigt! Der Riss resigniert! Reiß die Reste auf, dass ich unsere Passage. Wir arbeiten daran, Mann! Quill, hast du alle Reste erwischt? Hör auf, Halunke! Das macht zwei! Weiter so! Wir arbeiten daran, Mann! Sind wir sicher? Vollzug! Fertig machen zur Abfahrt! Haltet eure Schweife fest! Ich wage es nicht! Ich wirfe mir keine Holzschritte aus dem Feld! Alle in Ordnung? Definiere in Ordnung. Ich denke, wir haben gesehen, was uns von Drax fernhält. Ihr blicktet nur die Brut. Dieses schwarze Zeug. Sowas war auch in meinem Versprechen. Da kommt noch mehr. Ist das? Drax Frau. Ich glaube schon. Howard. Dann muss das Drax zu Hause sein. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Nur Narren hetzen. Komm, Liebster. Lass uns hineingehen. Drax, Kumpel! Deine Worte sind Federn im Wind. Hey, ganz ruhig. Ich erledige das. Komm schon, Großer. Ich weiß, dass du mich hörst. Warum verfolgt ihr mich? Wir verlieren ihn wieder. Hey, Kumpel, ich bin's. Stormlord, weißt du noch? Wir sind alle hier. Du bist stärker als das, Drax. Komm schon, Riesenbaby. Lass mich nicht mit Quill allein. Ich bin gut. Drax, Essen ist fertig. Das ist nicht Howard. Du musst sie gehen lassen. Du weißt nicht, was du da verlangst. Verdammt!
finden und zerstören. Genau wie beim letzten Mal. Gute Deutsch. Der Schlund will sich schließen. Ich kann es nicht verhindern. Irgendwelche letzten Worte? Peter! Vielleicht beeilst du dich mit den Nestern! Ich kann die Barriere nicht brechen, solange mich die Bewohner belästigen. Ich arbeite daran! Terminiere dieses Theater! Nicht gut! Im verflagten Nichts, da sind wir! Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe zumindest kein neues Versprechen. Wir sind in einem ewigen Echo, im nackten Nichts. Du bist keine Hilfe, Landstreicher-Hexer. Okay, wir verteilen uns und suchen einen Weg hier raus. Oder voran. Oder irgendwohin. Ich verliere eine Wette, wenn ich in einer dunklen Grube sterbe. Es war allein in einer dunklen Grube. Drax? Komm schon, Kumpel. Ich weiß, dass du mich hörst. Flak, das ist nicht lustig. Ich weiß, du bist gerade an einem dunklen Ort. Wortwörtlich. Aber wir werden nicht aufgeben. Zeig uns nur die richtige Richtung. Unfassbar, dass das funktioniert hat. Gehen wir. Ein Teil von ihm ist immer noch bei uns, ganz sicher. Ich hoffe, du hast eine Hand. Warum tut ihr das? Lasst mich einfach in Frieden. Bitte vertrau uns, Drax. Wir wollen dir nur helfen. Ihr zerstört mein Zuhause. Dein glückseliges Verkennen ist ein unglückseliges Streben. Lass gut sein, Shakespeare. Wir regeln das schon. Komm schon. Willst du hier versauern in diesem dunklen Loch? Für meine Familie ertrage ich selbst die Tiefen von Sartuth. Drax, Liebling. Komm, wir wollen essen. Hey, ich verstehe dich. Sie sind was ganz Besonderes. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger. Meine Hochwart war die mutigste Gefährtin, die ich je kannte. Sie gab mir Frieden, selbst in Zeiten des Krieges. Und meine Camaria, mein herzensgutes Mädchen, sie vereinte von uns das Beste. Trotz ihrer zarten Erscheinung. Sie waren... Sie waren... Peter Quill, wenn meine Familie tot ist, was sitzt dann da vor mir? Keine Ahnung. Eine Illusion. Nichts Gutes. Ein Schämen, so scheint es. Von Schwermut gesäugt. Ohne sie bleibt mir nichts mehr. Ich will nicht wieder allein sein. Du bist nicht allein, Mann. Wir sind für dich da. Wir haben alle jemanden verloren, Drax. Aber es lässt sich ertragen, wenn man sich umgibt mit den richtigen Leuten. Ich bin Groot.
Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Papa? Geht es dir gut? Komm mit uns, Drax. Sie ist nicht echt. Hast du Schmerzen, Papa? Sprich mit uns, Liebling. Ich halte, was wir hatten, in Ehren. Und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Ehre euch beide. Jetzt und für immer. Wie geht's, Großer? Alles okay? Ich bin wieder bei Sinn. Dank euch allen. Aber ich schulde euch wieder Gutmachung für meine Torheit. Hey, du schuldest uns gar nichts. Wir sind alle nicht perfekt. Unser Markenzeichen. Wie viel weißt du noch? Dunkelheit wuchs mit jeder Lüge, die ich schluckte. Mit jedem Tag bei meiner Familie wurde mir klarer, nie wieder wegzukommen. Peter Quill... Dein Kind ist in Gefahr. Wenn sie nur halb so leidet wie ich, könnte die Dunkelheit sie verschlingen. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen gut überlegt handeln. Wir müssen an all den Konvertierten vorbei. Und an diesem schwarzen Glibberzeug auch. Erzählt mir mal einer, wieso unsere Blondmatte das einfach aufsaugen konnte? Ich wüsste lieber, warum es so aussah wie er. Weil ich das Zeug bin. Kommst du mal zurück und erklärst die ganze Sache? Die Zeit ist knapp und euer Verständnis verzichtbar. Darf ich ihn erschießen? Komm schon, lass mich ihn erschießen. Ich bin Groot. Hör zu, ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber die Sache ist zumindest teilweise eindeutig deine Schuld. Stelle dir ambivalente Allmacht vor. In Dunkelheit dahintreibend. Apropos Dunkelheit. Das war meine astrale Abgeschiedenheit. Macht ohne Sinn. Bis zur Entdeckung durch Raker. Seine Crew braucht eine Kur. Sie war geplagt von Pocken, die ich wundersamerweise lindern konnte. Ein Schiff voller Kranker stößt zufällig auf jemanden mit endlosen Heilfähigkeiten? Wir waren Bedarf und Begleitung, Symptom und Schutz. Sie verehrten das Wunder meines Wirkens und gewährten mir Gottstatus. Ich glaube, wir wissen, worauf das hinausläuft. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Psst, jetzt kommt der gruselige Teil. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuser, fertig zum Festschmaus. Hybris schuf Hunger, ein geschwüriges Gelüst namens Magus.
Was wollte es? Vollständige Hingabe. Ich habe diese Stimme auch gehört und dann nichts anderes. Schmeichelei und Selbstgeißelung in den Schlund mit Trauer und Bestürzung. Ich hab doch gesagt, jetzt kommt der gruselige Teil. Es war fahle Fäulnis aus dem Samen meiner Stärke. Mein Seelenstein beschädigt, also riss ich ihn heraus. Ihn rausreißen? Wie? Ein mechanisches Mirakel von Raker trennte den Stein aus meinem Schädel und beseitigte das Böse darin. Übersetzung, du hast zugelassen, dass Raker deine Kräfte stiehlt. Was immer seine Launen lenkte, an jenem Tag war er mein Freund. Er schwor, Gutes von Sünde zu scheiden, dass meine Heilung ohne Unheil herangezogen werden könne. Klar, aber wer zieht sie heran? Ich sehe es wie Rocket. Raker wusste genau, was er tat. Der miese Mann ist ein meisterhafter Manipulator. Verdammt! Jetzt mache ich das auch schon. Ich verurteile meinen früheren Freund nicht. Unser Experiment brach uns beinahe beide. Wie erklärst du dir dann, dass dein bester Freund den Stein in die Finger bekam und jetzt die Galaxie erobert? Gar nicht. Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Nachdem ich mein Versprechen abgelehnt hatte, wurde ich in das von Nikki gezogen. Corell war dort. Sie hat versucht, mir etwas zu zeigen. Peter, du kannst auf nichts vertrauen, was du da drin gesehen hast. Das war anders und es hat sich anders angefühlt. Sie brachte mich zur Quarantänezone zurück und ich habe dieses Magus-Ding gesehen. Es hat sich mit Nikki verbunden und ich... Ich habe gesehen, wie es Corell getötet hat. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Wie konnte sie dir das zeigen, wenn sie tot ist? Völlig vorstellbar. Ihre Seele könnte von dem Stein umschlungen sein, gekettet an das Kind. Genau das hat Corell gesagt. Die drei sind irgendwie verbunden. Sie hat gesagt, Nikki müsse ihren Tod akzeptieren. Der Magus schluckt ihren Schmerz. Er gebietet ihrem Geist und stärkt sich mit ihrer Schar. Und ich vermute, er kriegt nie genug. Sein Appetit ist unersättlich. Ohne Eingreifen wird er alles aufsaugen. Wir brauchen einen verdammt guten Plan. Dann lass dir schnell einen einfallen. Ich sehe nämlich schon Tageslicht. Das Band zwischen Magus und Matriarchin muss gebrochen werden. Er stillt seine Sucht durch sie. Okay. Nikki ist also die Obervampirin? Wenn wir sie heilen, werden die anderen befreit? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Also Schritt 1, Nikki finden. Schritt 2, sie überzeugen, dass ihre Mom nicht von den Toten zurückkehrt. Schritt 3, ihr diesen Stein abnehmen und mit diesem Magus-Ding den Boden aufwischen. Ich sehe schrankenlose Selbstsicherheit. Ja, er hier ist Mr. Positiv. Manchmal wird einem richtig schlecht davon. Der Stein ist sowohl Band wie Brücke für Magus. Und ein junger Geist leistet kaum Gegenwehr. Ist Magus eins mit ihr, kann die Loslösung sie das Leben kosten. Dazu lassen wir es nicht kommen. Ich will mich ja nicht Deprigoldi anschließen, aber wie wollen wir das Kind finden? Was meinst du? Es ist hier. Oh, Flark. Oh, Flark. Sie haben den Cortex. Jetzt können sie überall hin und jeden kontaktieren. Ihr müsst gehen. Sofort. Warum klingt das so, als würdest du nicht mitkommen? Es sind meine Leute. Wenn ich bleibe, werden einige überleben. Dann bleiben wir und helfen. Geht. Ich werde da sein, wo und wann ich gebraucht werde. Denke ich. Vertraut mir einfach. Stirb bitte nicht. Ich habe mich gerade an dich gewöhnt.
Musst du aufs Klo, Goldjunge? Du machst mich ganz nervös. Ganz gewiss noch nicht genug genervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Dies krude Konzept kränkelt kolossal. Kindisches Kalkül. Die Madonna hätte mit uns gehen müssen. Sie weiß schon, was sie zu tun hat. Wenn's soweit ist. Welch lausiger Lapsus unterlief mir, dass mich so ein hohler Haufen heimsucht. Hat er jetzt meine Kabine? Kein Mucks bisher vom Köter. Groot sagt, er versucht's weiter. Wo ist Mr. Wortgewalt? Er hat Peter Quills Kammer gekapert. Eine hochgradig herausfordernde Herrschaftshandlung. Fang mich auch noch an. Frage: Wer braucht diesen Goldklotz? Antwort: Wir, leider. Das musst du jetzt regeln, Quill. Versuch einfach, ihn nicht noch wütender zu machen, als er eh schon ist. Bei einem Kampf auf Leben und Tod akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn er gewinnt, kriege ich deine Waffen. Ich würde nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal hat's uns alle gebraucht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er eine meiner Smartbomben gefangen hat. Einfach so. Wir... Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Niki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Hey, bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik! Hard Rock! Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug! Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Niki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Mein vages was? Dein vages Wesen. Vor uns verharrt fauchend, der finsterste Feind. Verbittert und blind vor Bosheit. Magus, richtig? Dein böser Zwilling. Das ist unser Gegner. Jeder geistige Gnom kann eine feurige Fehde entfachen. Doch dein dröges Denken ist dreist nur und dumm. Du starkst wie ein strauchelnder Storch, stur und stupide umher. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Dein Stolz steht wie Stelzen auf Sand in der fauchenden Flut. Führen verlangt volles Vertrauen in ein stählernes Selbst. Besitzt du solches? Ja, absolut. Weise Worte. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja, ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Klar, Mann. Was immer nötig ist. Dann schwöre. Ich schwöre, ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Was ist mit dir, Mr. Wortgewalt? Woher weiß ich, dass du nicht umschwenkst, sobald du Raker siehst? Was dürfte mich dazu drängen? Wart ihr nicht mal die dicksten Busenfreunde? Wir kamen nur kurzzeitig in Kontakt. Doch ich tauchte ein in die tragische Tiefe seiner Traurigkeit. Er trauert um seinen Sohn. Deswegen macht er das alles. Die Kirche, die Matriarchin. Weil er sein Kind zurückhaben will. Aber das geht doch nicht, oder?
Der Markus kann nicht... Nein, das nicht. Also, können wir auf dich zählen? Wenn du wieder auf Raker triffst, der Mann muss gestoppt werden. Zweifelsohne. Und wie ist der... Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Oh, naja, ich habe eine tolle Idee für eine Blaster-Erweiterung und freue mich schon aufs Zusammenbauen. Kriegst du meine Sachen auch noch repariert? Klar. Meine Sachen herzustellen macht mehr Spaß, aber ich leih dir meine Pfote. Rekordzeit erledigt. Übrigens, wegen meiner Gehaltserhöhung. Alles fertig. Sag Bescheid, wenn ich noch was kitten soll. Jetzt, wo das Team wieder komplett ist und wir eine Verschnaufpause haben. Wir sind dir wirklich dankbar für das, was du auf Lamentis getan hast. Quill, ich... Ich weiß, du magst solche Gefühlsduseleien nicht, aber ich meine es ernst. Zu wissen, was diese Wissenschaftler mit dir angestellt haben, macht mich nicht nur rasend, sondern hilft mir auch zu verstehen. Ach komm schon, das war doch nur eine Pfütze. Ich weiß nicht, ob ich über sowas hinwegkommen würde. Du hast uns das Leben gerettet. Du verdienst ein bisschen Lob. Der Nager hat euch das Leben gerettet. Und Wissenschaftler auch? Ich habe viele Fragen. Spar sie dir fürs nächste Mal auf, wenn wir alle an der Theke sitzen. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Ich bin Groot. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich nehme an, Groot hat Cosmo nicht erreicht? Bisher nicht. Der Baum ist hartnäckig. Er wird es weiter versuchen. Er war am überzeugtesten, dass wir dich zurückholen können, weißt du? Ich weiß nicht, ob es Optimismus oder Sturheit ist, aber für ihn funktioniert's. Mal das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin groß. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Kneipen und Wettbüros. Und Nudelbuden? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente. Derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flork? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen.
Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security blöffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und...